Ja, ich befinde mich hier in der Ukraine, in der Hauptstadt Kiew, und die Lage, die hat sich zugespitzt. In der Nacht sind noch Panzer Richtung dem Osten der Ukraine, Richtung Donetsk gefahren. Und nun wird man schauen, was die Russen hier weitermachen. Ich habe jetzt Alexandra da. Sie ist Ukrainerin, gebürtige, lebt aber schon seit langer Zeit in Deutschland, ist auch hier sehr stark verwurzelt. Alexandra, wie ist die Lage momentan in der Ukraine? Also momentan in Kiew sehe ich das entspannt. Ich bin gestern hierher geflogen. Ja, nur seit 8 Jahren natürlich das Spitz im Osten. Und ich habe sehr viele Freunde, die da momentan stationiert sind. Zum Beispiel gestern ein Offizier, guter Freund von mir auch, der wurde zur Militärstation auch gerufen. Also ich denke, dass die Situation wirklich anspitzt. Wie bereitet sich derzeit die ukrainische Bevölkerung auf diese Angriffe, auf diesen unter Umständen bevorstehenden Krieg vor? Also ich sehe das so, dass wir wirklich sehr klein sind und gegen Russland sehr wenig Chancen haben, wirklich Widerstand zu leisten. Aber nichtsdestotrotz, sehr viele Leute, die sind jetzt zum territorialen Schutz gegangen, haben sich angemeldet, und es wird mehr und mehr Leute, die sagen, dass wir werden unser Land beschützen, wir werden bis letzte Bluttropfen hier stehen, aber wir lassen nicht, dass die Russen hier reinkommen. Dieser territoriale Schutz, ist das genau? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe das mal beobachtet, da lernen die Leute zum Beispiel, erklären denen, wie sehen zum Beispiel Explosionsstoffen aus, ja, wird erklärt, welche Arten von Waffen sind, wie man zum Beispiel ein Automat säubert, ja, also ein bisschen erklärt, wie man sich beschützt, wie man sich verhält als Zivile, wie man sich verhält als Militär, wie man Dokumente in Krisensituationen aus Tasche rauszieht. Das, jeder Schritt muss man vorsagen. Also praktisch, wie die Leute sich schützen sollen. Gibt es eigentlich hier viele Bunker auch in der Ukraine, wo sich die Leute verstecken können, wenn die Russen angreifen? Also da, wo wir uns jetzt momentan befinden, im Zentrum, ja, im Zentrum haben wir U-Bahn hier, das ist größte Bunker, was man kennt so. Sehr viele Althäuser, die haben Bunker, zum Beispiel da, wo ich wohne, das ist 37-stöckiges Haus, da haben wir 3 Etagen runter auch einen Bunker. Das heißt, die Leute hier sind auch vorbereitet. Gibt es schon sogenannte Hamsterkäufe, das heißt, dass die Leute verstärkt Lebensmittel etc. einkaufen? Hast du da schon etwas gemerkt? Also Hamsterkäufe habe ich nicht gesehen, aber sehr viele fragen nach, wo man Waffen kaufen kann. Ja, damit man sich beschützen kann. Obwohl viele können dabei, sage ich mal, nicht so gut umgehen oder gar nicht umgehen. Ich habe gestern mit einem jungen Herrn gesprochen, und der hat mir erklärt, dass auch er sich bewaffnet, und seine Freunde machen das viele Leute, dass sie sich privat bewaffnen hier in der Ukraine. Ja, man will das machen, aber das ist leider nicht so einfach zu machen. Ich sage auch leider, man muss einen Kurs machen, das läuft alles auf offizielle Basis. Zweitens, man muss prüfen, ob man psychisch in Ordnung ist, im guten Zustand ist, überhaupt mit Waffe umzugehen. Und die ganze Geschichte dauert bis zum 3 Monate. Also ich denke nicht, dass das wird für die Leute ganz einfach an die Waffe zu kommen. Die Russen sind jetzt eben in der Ukraine einmarschiert. Wie glaubst du, wird es weitergehen? Ich glaube, dass das nicht letzter Standpunkt von Russen ist. Die sind nicht abschätzbar. Ich hoffe natürlich nicht, dass die hier nach Kiew kommen, weil, okay, aber ich denke, das letzte Ziel wird natürlich Kiew sein, weil Kiew für die ist Stadt der russischen Bevölkerung, und ganze Geschichte ist für die aus Kiew ausgegangen. Ohne Kiew wird Putin sich nicht vorstellen, Geschichte von Russland.
Ja, und da denke ich wirklich mit dieser Verteilung von Pässe, was im Osten geschieht, an ältere Leute, die da gar nichts verstehen, was wird uns beschützen, wer fängt hier die Pässe verteilen und dann kommt hier und sagt, ich beschütze die Leute in Kiew. Wie meinst du das mit dem Pässe verteilen? Was passiert da im Osten? Wer verteilt da Pässe? Also diese Nachrichten, die ich von meinen Freunden, Bekannten erlebt habe, alte Omas, Opas, ihnen wurde zu dieser Zeit empfohlen, dass die können zusätzlich noch eine Rente bekommen, wenn die einen zusätzlichen russischen Pass erwerben. Und dann gingen die und haben diese Pässe bekommen, damit die noch eine Rente bekommen. Und dann kommt Putin und sagt, ich beschütze meine Leute, ich beschütze russische Bevölkerung und dann geschieht dieser Krieg. Und natürlich gegen diese Macht, Ukraine hat nur einzige Möglichkeit, praktisch militärmäßig sich zu verteilen, obwohl die Militär ist in Ukraine und Waffenstand ist wirklich zu klein.